Name ist Christian Marinello. Ich betreibe hier die Strandbar in der Grimmershörnbucht in Cuxhaven. Wir sind jetzt gerade wieder angefangen mit Außengastronomie. Ist dieses Jahr etwas schwierig, aber wir haben es ja bald geschafft. Wie läuft das derzeit über Pfingsten? Über Pfingsten läuft es etwas normaler als sonst. Die größte Erschwernis im Moment ist, dass alle Gäste in der Außengastronomie die Schnelltestergebnisse aktueller Art mitbringen müssen oder halt ihre Impfpässe oder halt Genesungsscheine, weil das macht nun mal nicht jeder. Und wir in der Außengastronomie leben auch häufig von den Spontankäufern und die Spontankäufer laufen dann leider weiter, wenn man ihnen sagt, dass sie ohne den entsprechenden Formularen hier nichts einkaufen können oder sich nicht setzen dürfen. Sind Sie mit dem Umsatz zufrieden? Natürlich nicht, das ist ja klar, aber wir haben doch Corona-Zeiten. Dass es nur ein Bruchteil ist von dem, was normalerweise ist, ist uns allen bewusst. Aber das ist ja in ganz Deutschland so. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Nachmittag hier im Cuxhaven. Zu unserer zweiten Schicht, zu unserer Nachmittagsschicht. Monate im Probekeller nur geübt vor uns her, vor nackten Wänden, bis dann die Nordsee Halbert Cuxhaven GmbH es möglich gemacht hat zu sagen, Mensch, kommt vorbei, wir legen wieder los, Cuxhaven lebt, Zwingerke lebt, es geht wieder los, Leute, das ist eine riesengroße Freude, denn so lieben wir das Leben. Genießt es, es ist das schönste Fleckchen Erde hier, was man sich vorstellen kann. Mein Name ist Birgit Hinners, herzlichen Dank. Wir haben heute einen nicht so schönen Tag, aber dafür hatten wir gestern einen bombigen Tag. Wie viel war gestern los? Gestern war es wie in Hochsommerzeiten. Die Promenade war voll gesteckt mit Menschen.